Klingt das für dich nach einem Song? Noch nicht. Aber wie da das noch einer wird, wirst du in diesem Video noch erfahren. Denn wir hatten die Idee, herauszufinden, wie unsere Hochschule eigentlich klingt. Dazu sind wir, Jan und Annalena, durch die Fakultät Design gegangen und haben alle möglichen Geräusche aufgenommen, die uns in den Sinn gekommen sind. Vom Aufzug, dem krachenden Stuhl bis zu einem der unzähligen Plakate und dem Piepsen des Druckers. Wir haben alle Sounds so bearbeitet, dass daraus ein Song entstanden ist, der zu 100% aus selbst aufgenommenen Sounds besteht. Zum Beispiel entstand aus dem Druckerpiepsen diese Melodie. Für die Kick habe ich gegen die Kuppel getreten auf der Dachterrasse. Die Snare ist aus dem Mülleimer entstanden. Und die Hi-Hat das Schnipsen eines Plakats. Auch die Bassgitarre von Steve wurde als eigener Sound aufgezeichnet. Dieser Song ist unserem Modul Cars gewidmet. Viel Spaß! So klingt die Designfakultät. Wenn du nicht studierst, dann ist es nicht zu spät. Foto, Elo, CGI, Cast. Die Auswahl ist groß, es ist egal, was du hier machst. Ey, yo, Jan, ich will Design studieren, doch es gibt so viele Module. Hauptsache, du hast Spaß. Ja, aber ich kann nicht alle wählen. Was soll ich machen? Doch kannst du dich nicht entscheiden, geh zu Cast. Geh zu Cast, wird zu mir. Überall gut, denn du kannst dich entscheiden zwischen 11 Modulen. Egal für was du dich interessierst, es ist für jeden etwas da und du hast nichts zu verlieren. Schreibst du lieber lange Texte oder fotografierst? Oder willst den nächsten Blockbuster im Kino präsentieren? Zeichnest du lieber mit Stift und Papier? Kannst du es anschließend in 3D modellieren? Hier kannst du dich kreativ frei entfalten oder einfach mal den Kopf abschalten. Und wenn du mal Zeit für dich brauchst, geh einfach in den Aufenthaltsraum. Es ist für jeden etwas da und jeder ist willkommen. Hier wird aus jedem mal ein Star, doch es kommt auf dich an, was du aus dir machst. Hier werden Träume wahr, genauso wie in Cast. Jetzt weiß ich, was ich nehmen soll.